Hallo und herzlich willkommen bei Hamburg 1 aktuell. Heute ist Mittwoch, der 20. April und folgende Themen haben wir für Sie vorbereitet. Schüsse in der Innenstadt. Polizei ermittelt auf Hochtouren. Betrug am Telefon. Polizei warnt vor sogenannten Schockanrufen. Düstere Konjunkturerwartungen. Große Verunsicherung in der Hamburger Wirtschaft. Es geschah mitten in der Hamburger Innenstadt. Am späten Dienstagnachmittag wurde ein 35-Jähriger durch einen Schuss ins Bein verletzt. Vorausgegangen war offenbar ein Streit. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot gleich nach mehreren Verdächtigen. Unsere Reporterin Nara Heimann mit den aktuellen Informationen. Ich bin hier, wo sich gestern Nachmittag die dramatischen Szenen in der Hamburger Innenstadt in der Theaterstraße abgespielt haben. Nach den ersten Erkenntnissen haben um 17.30 Uhr die Zeugen Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Es soll zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen sein. Dabei wurde ein 35-jähriger Mann verletzt. Er hatte einen Schuss am Bein und eine Kopfplatzwunde. Er wurde mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort operiert und es besteht keine Lebensgefahr. Und hier sehen Sie, da sind die Markierungen von der Polizei von gestern. Ja, nach den ersten Erkenntnissen sind 4 bis 5 Männer vom Tatort dann auf der Flucht. Kurz nach den Schüssen hat die Polizei einen Mann festgenommen, der angeblich was mit dem Fall zu tun hatte. Aber da hat sich ganz schnell bewahrheitet, dass der Mann eigentlich gar nicht beteiligt war und er wurde dann wieder freigelassen. Und zu den weiteren Ermittlungen zu dem Fall heute die Polizei. Über den Streit ist bislang noch nicht viel bekannt. Wir haben bislang das Opfer zunächst einmal vernommen. Darüber hinaus ist aber noch nicht viel bekannt. Die Ermittlungen müssen dann noch ergeben, wie diese Schussverletzung genau entstanden ist oder wie diese Verletzung am Bein genau entstanden ist, ob es eine Schussverletzung wirklich auch ist. Das ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, ebenso wie die Aussage des Opfers und auch weiterer Zeugen, dass die zu bewerten sind. Ja, die Polizei ermittelt noch bei dem Fall hier direkt an der Alster. Es werden Zeugen gesucht, die vielleicht irgendwas gestern Nachmittag gesehen hatten. Es ist also nicht klar, ob es eine gefährliche Körperverletzung war oder jemand jemanden tatsächlich umbringen wollte. Aber die Polizei geht davon aus, dass man diesen Fall lösen könnte, weil der Täter und Opfer sich kannten. Es ist eine ganz miese Masche. Deutschlandweit versuchen Betrüger täglich mit Telefonanrufen an das Ersparte anderer Menschen zu gelangen. Dabei kennt die Dreistigkeit der Betrüger scheinbar keine Grenzen. Immer wieder tauchen neue Szenarien auf, mit denen Menschen hinters Licht geführt werden sollen. Die Hamburger Polizei hat nun erneut eine Aufklärungskampagne gestartet. Hallo Frau Müller, die Polizei Hamburg hier. Ihr Enkel ist in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, aber für eine Kaution von 40.000 Euro können Sie ihn vor der Untersuchungshaft bewahren. Es ist ein Szenario, das Ängste weckt. Eine geliebte Person ist in Not und benötigt dringend Geld. Es bleibt wenig Zeit zu handeln. Letztendlich zahlt der Betroffene. Solche Anrufe treten auch in Hamburg immer wieder auf. Wir haben im letzten Jahr eine Steigerung um fast das Dreifache an sogenannten Schockanrufen gehabt. Schockanrufe, darunter verstehen wir, dass Täter anrufen bei älteren Menschen und dann ein schlimmes Geschehnis eines Angehörigen schildern. Die Fantasie der Betrüger kennt dabei keine Grenzen. Neben dem sogenannten Schockanruf geben sie sich am Telefon oft als vermeintliche Enkel oder Polizeibeamten aus. Die Anrufer sind alle hochprofessionell. Sie sind erstklassig geschult. Die merken das sehr genau, wen sie unter Druck setzen können und wen nicht. Der Ablauf dieser Anrufe ist genau strukturiert. Nach dem anfänglichen Schock folgt schnell die Forderung nach Geld oder Wertgegenständen. Dabei üben die Täter einen immensen Druck auf ihre Opfer aus. Diese schämen sich im Nachhinein oft dafür. Der eine oder andere schafft es auch, wütend zu sein. Das ist eine ganz gesunde Reaktion. Aber die Scham hindert die Menschen daran, sich Hilfe zu holen. Deshalb hat die Polizei Hamburg gemeinsam mit dem Weißen Ring erneut eine 8-wöchige Aufklärungskampagne gestartet.
Sie versucht, die Bürgerinnen und Bürger vor den Anrufen zu warnen und gibt wertvolle Tipps dazu, wie man sich bei solchen Anrufen verhalten sollte. Als erstes sollte man tatsächlich auf sein Bauchgefühl achten. Das heißt, kann das eigentlich sein, was mir da geschildert wird? Manchmal hilft das Bauchgefühl in diesen Fällen ganz gut. Wenn einem irgendetwas komisch vorkommt, dann raten wir, legen Sie auf. Einfach auflegen. Noch immer meldet sich ein Großteil der Opfer nicht. In Hamburg sind allein im vergangenen Jahr durch solche Anrufe rund 2,6 Millionen Euro erbeutet worden. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland verschlechtert sich durch den Krieg gegen die Ukraine. Das ergab der aktuelle Konjunkturbericht des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Laut der Handelskammer rechnet jetzt rund jedes dritte Unternehmen mit einer Verschlechterung der eigenen Geschäftslage in den kommenden Monaten. Wir haben deshalb mit Handelskammergeschäftsführer Malte Heine über die Situation der Hamburger Wirtschaft gesprochen. Wir sind der Außenwirtschaftsstandort Nummer 1 in Deutschland und merken dann eben auch sehr frühzeitig und sensibel die Probleme, vor denen die Weltwirtschaft gerade steht. Ukraine-Krieg, gestörte Lieferketten. Hinzu kommt der immer noch Lockdown-Zustand in China. Viele Häfen sind geschlossen und das ist natürlich für den China-Hafen Hamburg auch eine Herausforderung, dass einfach da immer wieder zu Verzögerungen kommt. Und das trifft unsere Basis, die Industrie hier in Hamburg ganz besonders. Die ist besonders auf funktionierende Lieferketten angewiesen. Für die überwältigende Mehrheit der Unternehmen sind steigende Energie- und Rohstoffpreise das größte Geschäftsrisiko. Im Gespräch fordert Heine nun eindeutig Unterstützung für die Hamburger Wirtschaft. Wir brauchen den Ausbau erneuerbarer Energien. Wir müssen die Abhängigkeit von Russland reduzieren. Dazu brauchen wir jetzt LNG-Terminals so schnell wie möglich. Das dauert aber eine Weile, bis das soweit ist, brauchen wir die Floating Terminals, also LNG-Schiffe. Dazu ist Hamburg ein guter Standort, der eben auch hier im Hafen dann diese Voraussetzungen noch bieten würde. Auch als Inflationshemmnis müssen wir eben gucken, dass wir auch im Energiebereich es auch zu temporären spezifischen Steuersenkungen kommt an der Stelle, weil das würde alle Unternehmen auch entlasten. Die 7-Tage-Inzidenz in Hamburg sinkt erstmals seit dem 14. März unter die Marke von 1.000 und liegt nach Angaben der Gesundheitsbehörde aktuell bei 985,7. Seit Dienstag sind 3.230 Neuinfektionen mit dem Virus gemeldet worden. Auch in den Krankenhäusern sinken die Zahlen weiter. 461 Personen werden derzeit mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. 45 von ihnen intensivmedizinisch. Die Hospitalisierungsrate sinkt deutlich und wird vom RKI mit 1,3 angegeben. Das ist der zweitniedrigste Wert aller deutschen Bundesländer. Weitere Meldungen aus der Stadt jetzt in den Kurznachrichten. Mit dem Auslaufen der Hotspot-Sonderregelung Ende April sollen auch in den Hamburger Schulen alle Corona-Maßnahmen entfallen. Das teilte die Schulbehörde auf Hamburg 1 Nachfrage mit. Bislang gelten in Hamburg noch immer Regelungen wie 2 wöchentliche Testungen und eine Maskenpflicht. Lediglich am Platz im Unterricht darf die Maske bereits abgenommen werden. Sehr viele Schülerinnen und Schüler würden die Maske aber auch am Sitzplatz weiter aufbehalten, so die Schulbehörde. Der Hamburger Sportverein ist Gewinner des mit 15.000 Euro dotierten Werner-Otto-Preises 2022. Wie die Verleihen der Alexander-Otto-Sportstiftung bekannt gab, wurde der HSV für sein Angebot für amputierte Fußballer ausgezeichnet. Weitere Anerkennungen erhielten der Eimsbüttler TV für sein inklusives Leistungsschwimmen, der Norddeutsche Regattaverein für sein inklusives Segelangebot und der SOV Lüneburg für sein inklusives Stand-up-Paddling. Die Anerkennungen sind jeweils mit 5.000 Euro dotiert. Mit dem Werner-Otto-Preis werden seit 2011 jährlich Angebote im Hamburger Behindertensport geehrt. Hamburg Wasser beginnt ab dem 25. April mit Straßenarbeiten im Bezirk Eimsbüttel. Betroffen sind davon der Verkehrsknotenpunkt Bermannsplatz, Grandweg und Grelkstraße. Zudem startet dort ab August der Ausbau des Veloroutennetzes. Der Radverkehr solle im Zuge der Arbeiten breiter werden und durch Schutzstreifen an den Verkehrsknotenpunkt heran- und abgeführt werden. Die Gesamtmaßnahme endet voraussichtlich Ende des Jahres. Bis dahin sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.
Die katholische Kirche möchte in Zukunft auch digital erreichbar sein. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese lädt deshalb ab Mai zu digitalen Sprechstunden per Video ein. Diese sind laut Erzbistum Hamburg im Internet buchbar. Interessierte müssen dafür ihren Namen, eine Mailadresse und ihr Anliegen hinterlassen. Für jedes Gespräch sind 15 Minuten vorgesehen. Ja, und damit kommen wir zum Sport. Der Traum vom Pokalfinale für den HSV gestern Abend geplatzt. 1:3 hieß es am Ende gegen den Bundesligisten SC Freiburg. Dabei war das Spiel eigentlich schon zur Halbzeit entschieden. Gnadenlos effiziente Breisgauer lagen nach 45 Minuten schon mit 3:0 vorne. Wir waren am Tag nach der Pokalniederlage am Volkspark und viel zu sehen war von der Mannschaft nicht. Mein Kollege Sören Gerhardt war vor Ort. Nach dem Pokal aus gestern Abend haben sich die Spieler heute zum Auslaufen getroffen. Am frühen Vormittag gegen 10.30 Uhr ging es zu einer kleinen Laufeinheit in den Volkspark. 20 Minuten, dann waren die Spieler da. Die Ersatzspieler, die kamen gar nicht erst raus, die blieben drin zu einer Athletikeinheit. Gestern Abend präsentierte sich der Zweitligist hier hinter mir im Stadion eigentlich von seiner guten Seite. Allerdings an der Chancenverwertung, da hat man den Klassenunterschied zum SC Freiburg schon gemerkt. Das 1:3 geht am Ende auch in Ordnung. Der HSV hätte mehr machen können aus seinen Chancen, offenbarte aber auch immer wieder Lücken in der Defensive. Nach dem verpassten Finaleinzug kann sich der HSV ohnehin jetzt auf seine Aufgabe in der Liga konzentrieren und die hat es richtig in sich. Der HSV hat 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 3. Als nächstes geht es gegen Jahn Regensburg. Am Sonnabend ist Anpfiff um 13.30 Uhr. Was das Wetter angeht, so laden viele ihre Akkus nach dem trüben Winter immer noch auf. Also ein paar Tage ohne Regen hält mein Balkon noch aus. Bekommen wir noch ein wenig schönes Wetter? Ja, wir können uns darauf freuen, dass wir noch ein bisschen schönes Wetter bekommen in den kommenden Tagen. Wir gucken uns mal die aktuelle Wetterlage an. Wenig Änderung auf der Wetterkarte von heute im Vergleich zu morgen. Hochspiro über Skandinavien, frische Luft aus Nordosteuropa, aber Tiefrenate kommt ein bisschen dichter herangezogen. Das Tiefdruckgebiet war eigentlich schon längst von der Wetterkarte verschwunden. Jetzt kommt es von Südosteuropa nochmal zurück. Bringt uns ein bisschen mehr Gewölk als in den letzten Tagen, Regen allerdings nicht. Freuen wir uns einfach über das freundliche Wetter. Die Temperaturen in der kommenden Nacht gehen zurück auf Werte um 3 Grad herum. Im Hamburger Umland örtlich geringer Bodenfrost. Der Tag beginnt dann morgen auch mit relativ vielen Schleierwolken, durch die die Sonne anfangs noch gut durchscheinen kann. Im Tagesverlauf werden die Wolken ab und zu auch durchaus mal ein bisschen dichter. Es kommen auch ein paar tiefere Wolken dazu. Da hat die Sonne dann auch mal größere Mühe durchzuscheinen und dazu weht zeitweise auch noch ein frischer Wind aus Ost bis Nordost. Tagestemperaturen bei 13 Grad. 15 Grad sind es am Freitag. Es wird ein Hauch milder. Sonne und Wolken reichen sich die Klinke in die Hand. Zeitweise ist es windig und ab und zu muss auch am Samstag damit gerechnet werden, dass um Hamburg herum mal von den Feldern, die doch jetzt relativ trocken sind, ein bisschen Staub, ein bisschen Sand über die Straßen herüberweht. 16 Grad am Samstag, der mildeste Tag in den kommenden Tagen. Am Sonntag und Montag wieder ein paar mehr Wolken. Dazu Temperaturen zwischen 13 und 14 Grad. Der Wind lässt insgesamt ein bisschen nach, aber größere Regenmengen sind dann noch nicht in Sicht. Machen Sie das Beste aus diesem Wetter. Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Ja, vielen Dank, Frank. Das war's für heute mit Hamburg 1 aktuell. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und machen Sie es gut.